Die DHV-News vom 15. November 2024. Bundestag. Letzte Cannabis-Debatte vor der Wahl. DHV unterstützt Grundsatzprozesse. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Away Medical und Dirk Store Shop. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Ich habe letzte Woche hier einen Aufruf gemacht, dass wir neue, frische Fördermitglieder gebrauchen könnten, weil wir zur Zeit der Ampelkoalition doch einige verloren haben zwischendurch. Viele haben wahrscheinlich gedacht, naja, ist ja jetzt erledigt mit der Legalisierung, Entkriminalisierung und so weiter. Und jetzt realisieren viele, wir werden noch viele Jahre kämpfen müssen, um die Rechte, die wir jetzt erstritten haben, zu behalten und um natürlich noch den restlichen Weg zu gehen bis zur Legalisierung. Ich bedanke mich bei 145 neuen Fördermitgliedern seit der letzten Ausgabe der DHV-News. Super Ergebnis soweit. Und vielleicht animiert das ja auch nochmal einige weitere, uns zu unterstützen, Fördermitglied zu werden beim Hanfverband, damit wir auch in Zukunft kraftvoll zubeißen können. Und ja, in zwei Wochen startet auch schon unsere Weihnachtsspendenkampagne, wo man noch was gewinnen kann. Als neues Mitglied, ja, also wer jetzt ganz dringend Preise haben will, sollte noch zwei Wochen warten, auch wenn das jetzt geschäftsschädigend ist, dazu sagen, ja, nicht sofort einzutreten. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sagt, ja komm, egal, ich will die unterstützen, sofort jetzt dazu stoßen. Der Link blinkt bestimmt irgendwo um mich rum auf, ihr findet den aber auch in der Videobeschreibung und auf hanfverband.de. Willkommen an die neuen Mitgliederamten. Und außerdem habe ich noch was Internes zu verkünden, und zwar sind wir jetzt endlich soweit, unser Flyer-Sortiment zu aktualisieren im Lichte des Cannabis-Gesetzes. Da haben wir jetzt drei neue Flyer am Start im DHV-Shop. Einer zu den Regeln um Konsum und Besitz. Einer zum Thema Eigenanbau, was erlaubt, was nicht erlaubt und so weiter. Ganz aktuell nach rechtlichen Vorschriften des Cannabis-Gesetzes. Und noch einer zu Anbauvereinigungen. Unsere Ortsgruppe mit den Infoständen werden bestimmt jetzt bald fleißig bestellen, um dann mit ganz frischem Material am Stand aufzutrumpfen. Genau, ja. Kann ich Ihnen Flyer anbieten? Ja, danke, bitte. Bitteschön. Ja, danke, bitte. Ja, immer diese Passanten hier, ne? Aber ist gut. Flyer loswerden ist immer gut. Bisschen Bildung unter die Leute gebracht. So, jetzt aber zum großen Thema, das Sie ja wahrscheinlich alle schon erwarten. Die Bundestagsdebatte, die heute stattgefunden hat. Da sind wir brandaktuell unterwegs. Eine aktuelle Stunde im Bundestag zum Thema das Cannabis-Gesetz zurücknehmen. Antrag der CDU und CSU-Fraktion, denn die haben wir beide zusammen, die da Anträge stellen im Bundestag, Cannabis-Gesetz zurücknehmen. Ja, aber das war jetzt kein Antrag in dem Sinne, dass sie das jetzt schon zur Abstimmung stellen wollten. Ja, da war große Panik schon im Netz, dass jetzt vielleicht irgendwie nach dem Bruch der Koalition vielleicht jetzt schon Fakten geschaffen werden und jetzt schon im Prinzip das ganze Gesetz irgendwie in die Tonne gekloppt wird und ja, Riesenaufregung, Riesendepri-Stimmung und so weiter. Aber noch ist es ja nicht so weit. Ja, selbst wenn die so einen Antrag stellen würden, haben sie ja noch keine Mehrheit im jetzigen Bundestag. Ja, auch wenn die Regierung nicht mehr steht. Die FDP ist ja aus anderen Gründen aus der Regierung rausgegangen. Die stehen ja immer noch hinter dem Cannabis-Gesetz. Die würden ja jetzt nicht einfach so das wieder wegstimmen, sozusagen mit der CDU zusammen. Die Linken sind auch noch im Bundestag. Ja, das Cannabis-Gesetz hat jetzt im Moment noch eine satte Mehrheit im Bundestag. Dann wird es nach der Wahl brenzlig, aber dann umso mehr. Ja, ich will das auch nicht verharmlosen. Natürlich ist die CDU eine Bedrohung und die bemühen sich auch jeden Tag, diese Bedrohung irgendwie wieder zu wiederholen. Und das haben sie eben auch heute gemacht und da ein starkes Zeichen gesetzt, was ihnen wichtig ist, was sie auch unbedingt umsetzen wollen. Haben sie auch dieses Jahr über schon mehrfach gesagt, das Erste, was sie machen in der ersten Kabinettssitzung nach der Wahl, wenn Merz Kanzler ist, werden sie das Thema Zurückdrehen des Cannabis-Gesetzes auf die Tagesordnung setzen, in der Ministerriege sozusagen sofort loslegen, uns wieder zu kriminalisieren, weil wieder hunderttausende Strafverfahren im Jahr loszutreten und so weiter. Das ist ein super wichtiges Projekt für die. Und insofern war es gar nicht schlecht, diesen Termin heute nochmal zu haben, weil es war nur eine Aussprache. Ja? Aktuelle Stunde heißt nur, lass mal drüber reden. Und das hat ja auch den Ampelparteien und den Legalizern die Möglichkeit gegeben, darauf zu reagieren. War klar, jetzt kommen wieder die großen Vorwürfe von wegen Schwarzmarkt profitiert von der Legalisierung, das übliche Storytelling, halt die erfundene Geschichte, dass jetzt irgendwie die Mokro-Mafia irgendwie tierisch profitiert vom deutschen Cannabis-Gesetz und als würde der Schwarzmarkt größer werden. Ein völliger Blödsinn, gibt null Evidenz dafür, aber war klar, die Geschichte wird kommen. Und diesmal hatten aber eben die anderen Parteien die Möglichkeit, unmittelbar darauf zu reagieren. Sonst sind sie ja doch recht ruhig, ja, wo man auch denken würde, okay, das ist jetzt
da wird so die ganze Zeit eingeschlagen auf das Cannabis-Gesetz, wieso hört man so wenig von denen? Ne? Wieso setzen die nicht so viel dagegen? Wobei wir kriegen den Vorwurf auch immer, wo wir machen das ja jetzt hier in der V-News bei der Gelegenheit, auch mit Pressemitteilungen und so. Aber wir sind natürlich nicht so viel damit in Medien, wie eben die Gegenseite mit den Polizeigewerkschaften und so, die das andauernd behaupten. Und das war also jetzt mal wirklich die Möglichkeit für die Ampelparteien dagegen zu halten und sie haben die genutzt. Also kommen wir mal zum ersten Thema. Martin hat uns hier ein paar Zusammenschnitte gemacht, thematisch diesmal, nach Parteien orientiert. Und die Mokromafia ist das Erste. Sie haben die Tor geöffnet für niederländische Drogenbanden. Der Ehrengast ist Ihrer Einladung gefolgt. Er bedankt sich. Eins kann ich Ihnen sagen, die Legalisierung der Drogen, das wird eines der wichtigsten Themen sein, die wir auch zurücknehmen müssen. Normalerweise versucht man nicht zurückzunehmen, aber bei dem Thema können wir nicht anders. Wir können da nicht zuschauen. Es bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man weiß, was da stattfindet, als Härte zu zeigen. Ich kann nur hoffen, dass das erfolgt. Die Mokro-Clans beispielsweise, die holländischen Clans, das ist doch das Ergebnis der gescheiterten Drogenpolitik, denn nur diese Clans konnten bisher, das sind doch ihre Clans. Sie haben es in der Verantwortung des Innenministeriums nicht in den Griff bekommen, diese Clans in den Griff zu bekommen. Ihre Clans, wo es eine Alternative zum Schwarzmarkt gab, ist der Konsum nicht gestiegen. Er ist nicht gestiegen in Kanada, er ist nicht gestiegen in Colorado. Er ist nicht gestiegen in den Bundesstaaten, in den Vereinigten Staaten, wo legalisiert wurde. Diese Daten liegen ja vor. Es gibt überhaupt keine Evidenz dafür, dass eine Legalisierung den Konsum erhöht. Sie behaupten, der Konsum würde durch das Gesetz massiv ansteigen und die Kriminalität nach oben schnellen. Doch wo sind die Belege? Die Zahlen, die Ihre Aussagen stützen sollen, die fehlen. Es gibt schlichtweg keine belastbaren Daten, nicht auf Bundesebene, nicht aus Nordrhein-Westfalen und auch nicht aus Bayern gibt es Zahlen, die einen derart negativen Trend belegen. Diese Daten sind ein wichtiger Indikator dafür, dass Regulierung und Jugendschutz Hand in Hand gehen können. Und das müssen Sie ja auch einfach mal ernst nehmen. Die Kritik von Herrn Reul dagegen, der behauptet, die Legalisierung sei ein gefundenes Fressen für Drogenkriminelle, ist irreführend. Die Behauptung, dass durch das Gesetz der Schwarzmarkt gestiegen sei, beruht lediglich auf eine eigene Meinung. Es gibt keinerlei Nachweis für diese Behauptung. Im Gegenteil, seit der Reform hat die Nachfrage auf den Schwarzmarkt sich verringert. Aber diese Entwicklung lässt Herr Reul bewusst außer Acht, um mit seiner Makromafia-Rhetorik Stimmung gegen die Bundesregierung zu machen. Die Probleme in Nordrhein-Westfalen sind doch eher hausgemacht. Es gibt überhaupt noch keine Zahlen, keine Hinweise. Aber Sie unterstellen hier schon wirklich, dass die Kriminalität quasi explodiert ist. Das kann überhaupt nicht sein. Das Gesetz ist erst seit April in Kraft, meine Damen und Herren. Wenn das so sein sollte, müssen Sie sich fragen, ob das nicht nur aufgrund Ihrer Drogenpolitik, die in den letzten Jahrzehnten immer in den Irrweg geführt hat, ob man es nicht darauf zurückführen muss. Die Illusion, die organisierte Kriminalität, und zwar nicht nur in Deutschland, in Europa, grenzüberschreitend, wird sich verbessern, wenn das Cannabis-Gesetz wieder rückgängig gemacht wird. Das hat heute Morgen tatsächlich mich nicht nur verwundert, weil es ist eine Illusion. Wir werden die organisierte Kriminalität weder wirksam bekämpfen, indem wir Cannabis-Konsumentinnen wieder kriminalisieren, noch, und das hat die Justizsenatorin hier auch vorgeführt, hat die Union ein Konzept, wie sie denn die organisierte Kriminalität bekämpfen will. Ja, wir haben lange nichts mehr gehört von unseren Legalisern im Bundestag und jetzt haben sie mal wieder geliefert, waren auch ein paar neue Gesichter dabei, die auch durchaus das Cannabis-Gesetz verteidigt haben. Insofern war das ganz entspannt, für viele wahrscheinlich auch beruhigend, die jetzt denken, okay, die SPD wird auf jeden Fall umfallen nach der Wahl und sofort mit der CDU zusammen das Gesetz wieder einstampfen. Ich würde auch nicht sagen, dass das 100% nicht passieren wird, weil natürlich jetzige Vertreter der Partei nicht für eine zukünftige Fraktion und deren Verhalten sprechen können. Ja, die können auch nur ihre eigene Meinung sagen letztendlich im Moment und eine Einschätzung vielleicht bringen, was sie denn denken, was die zukünftige SPD-Fraktion machen wird. Aber ein festes Versprechen kann natürlich nicht sein, ist klar.
Jetzt, wo wir beim Thema SPD sind, nochmal quasi in letzter Tribut an den letzten Auftritt von Dirk Heidenblut aus der SPD-Fraktion, der zusammen mit Carmen Wegge Cannabispolitik unter anderem bearbeitet hat die letzten Jahre, der von uns auch jetzt den Hanfadler bekommen hat, unseren Preis dieses Jahr auf der Cannabis-Normal-Konferenz wegen besonderem Einsatz für die Legalisierung. Und er tritt nicht wieder an. Also ist wirklich seine letzte Rede im Bundestag zum Thema Cannabis und wahrscheinlich auch insgesamt. Insofern verabschieden wir uns mit einem langen Zitat. 5 Minuten sind echt knapp, um all das auszuräumen, was hier gerade an Realitätsferne in die Welt gesetzt wurde. Herr Reul, der hat das gar nicht gemerkt. Aber plötzlich nach dem 1.4. fällt ihm auf, oh, da gibt es ja die Mokromafia, da gibt es ja grenzüberschreitende organisierte Kriminalität. Und dann erklärt er, das war ja wohl das Cannabis-Legalisierungsgesetz. Nicht mal sein eigenes Innenministerium kann das bestätigen auf Nachfrage. Es gibt keine Hinweise dafür, dass das auch nur im Geringsten was miteinander zu tun hat. Und das BKA sagt sogar deutlich, wir werden mit einem Rückgang der Schwarzmarktkriminalität zu rechnen haben. Also völlig realitätsfern. Und dieses Argument soll nur dazu dienen, damit Sie weiter über Jahrzehnte zu Unrecht verfolgte Menschen, die nichts getan haben, weiter verfolgen und einsperren können, wenn die Menschen sich selbst vernünftig versorgen können. Und da können Sie selbst einen Akzent zu setzen. Lassen Sie den Cannabis-Social-Clubs endlich den Raum, den sie brauchen. Dann haben wir eine Chance, dass das vorangeht. Wir müssen auch noch weitergehen. Wir brauchen die Säule 2. Wir brauchen, dass die Forschungsklausel jetzt noch umgesetzt wird, damit die Unternehmen, damit die Städte, die schon in den Startlöchern stehen, wie Hannover, wie Frankfurt, eine Chance haben, schon mal die Legalisierung auszuprobieren, Modellvorhaben auf den Weg zu bringen. Wir müssen da weiterkommen. Aber was wir auf alle Fälle nicht brauchen, und zwar unter gar keinen Umständen, ist ein Zurückdrehen dessen, was es ist, ist ein Wiederverfolgen von 4,5 oder mehr Millionen Menschen, die nichts anderes tun, als sich ganz offensichtlich mit etwas anderem zu berauschen, als dem, was Sie für ganz natürlich halten, nämlich Alkohol. Und um das noch mal zu sagen als Drogen- und Suchtpolitiker, Alkohol ist die weitaus gefährlichere Droge und wir sollten gemeinsam alles dafür tun, diese Droge zurückzudrängen und uns nicht mit Schnapspinneken und Bierflaschen vor die Kamera stellen. Das gehört vielleicht beim Wahlkampf auch mal abgeschafft. Und eins sage ich deutlich, 4,5 Millionen Menschen wieder zu Straftätern zu machen, wird es mit der SPD auch in der kommenden Legislatur nicht geben. Dankeschön. Eines der wichtigsten Argumente der Union, während die Ampelregierung über das Cannabis-Gesetz diskutiert hat, war immer, haben die nichts Wichtigeres zu tun, Deutschland geht gerade unter und Krieg und Inflation und alles Mögliche und die Ampel diskutiert über das Cannabis-Gesetz, was ist das hier, ne? Das ist, die beschäftigen sich mit Kleinigkeiten. Und jetzt können ganz suffisant die Ampelparteien die Geschichte umdrehen, denn schließlich war heute die Aktuelle Stunde zu Cannabis der einzige Tagesordnungspunkt im Bundestag. Es gab nichts anderes. Und nächste Woche fällt komplett aus, weil ja im Prinzip sich die Opposition verweigert und sagt so, Scholz erstmal hier Rücktritt, ne, und Vertrauensfrage und danach können wir nochmal die 3 wichtigsten Projekte besprechen. Aber bis dahin braucht man gar nicht weiterreden, so ungefähr. Aber über Cannabis müssen wir nochmal reden. Ja? Heute müssen nochmal alle Bundestagsabgeordneten hier antreten, bitteschön. Ja? Oder jedenfalls ist da nochmal eine Sitzung irgendwie nur, damit die CDU nochmal Theater machen kann zu Cannabis. Und insofern war das auch ein schönes Thema. Sie wünschen sich eine ernsthafte Debatte. Die Koalition, die ist beendet. Die Wirtschaft befindet sich in einer wirklich heiklen Lage. Und doch ziehen Sie es dann vor, erneut erstmal Cannabis wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Glauben Sie wirklich, dass ein einziges Problem in diesem Land gelöst würde, wenn Sie Kiffer wieder kriminalisieren? Das ist nicht der Fall und das wird auch nicht geschehen. Statt die wirklich relevanten Debatten zu führen, werden hier gesellschaftspolitische Nebenkriegsschauplätze eröffnet. Und das ist wirklich nichts, was die Menschen draußen interessiert. Die sagen eher, Cannabis ist legalisiert worden, aber das Abendland ist nicht untergegangen. Was ist der einzige Tagesordnungspunkt, den CDU, CSU diese Woche beantragen? Stellenabbau bei VW, Rente, Pflegenotstand? Nein. Cannabis-Legalisierung aufheben. Wenn das Ihr größtes Problem ist,
dann fragt man sich wirklich, was auf den Fluren von CDU, CSU geraucht wird. Offensichtlich ganz schlechtes Zeug. Gibt es wirklich keine wichtigeren Themen für eine große Oppositionsfraktion? Haben wir keine anderen Probleme in diesem Land? Oder glauben Sie alle Ernstes, dass Sie mit diesem Thema neue Wählerinnen und Wähler gewinnen? Ich glaube es nicht. Heute konsumieren rund 4 bis 5 Millionen Menschen in Deutschland, ich gehöre nicht dazu, Cannabisprodukte. Diese Menschen werden diese Debatte sehr genau verfolgen. Diese Menschen haben keinen Bock mehr darauf, kriminalisiert zu werden für etwas, was nicht kriminell ist. Derjenige, der ab und zu konsumiert und sich der Risiken auch bewusst ist, der ist doch nicht mehr ein Krimineller als derjenige, der jeden Abend eine Flasche Wein trinkt. Das ist doch falsch, diese Leute zu kriminalisieren. Ja, ihr seht, was jetzt noch gefehlt hat, waren Vertreter von BSW und AfD. BSW ist tatsächlich gar nicht aufgetaucht in dieser Debatte. Es gibt ja ein paar Bundestagsabgeordnete durchaus von der BSW, die sich von den Linken abgespaltet haben. Die sind aber keine eigene Fraktion und hatten offensichtlich da kein Rederecht. Jedenfalls hat niemand von BSW geredet. Insofern können wir euch die auch nicht zeigen. Aber von AfD haben wir noch ein paar Ausschnitte und das passt ganz gut zu dem davor. Denn immerhin kann man der AfD nicht vorwerfen, dass sie nicht ein wichtigeres Thema hätten als Cannabis. Aber es ist doch verrückt, so zu tun, als wären die Kiffer das drängendste Problem der inneren Sicherheit. Wenn wir über innere Sicherheit sprechen, dann müssen wir über Islamisten reden wie den, der diese Woche in Elmshorn verhaftet wurde, weil er einen Anschlag wie am Breitscheidplatz auf einen Weihnachtsmarkt plante. Aber statt dass die CDU diese echten Probleme angeht, machen Sie lieber Stimmung gegen Kiffer. Ja, wie immer, ja, das ist typisch. AfD sagt eigentlich gar nichts zum Thema. Wir wissen wieder nicht, was denken die denn eigentlich über das Thema Cannabis. Programmatisch sind sie eher gegen Legalisierung und würden vielleicht sogar auch mit der CDU dafür stimmen, das Gesetz zurückzudrehen. Aber sie wollen da gar nicht drüber reden. Ja, die biegen jedes Thema immer wieder um, irgendwie Richtung Fremdenfeindlichkeit und irgendwie Ausländerkram. Sehe ich seit Jahren so, auch in Wahlprogrammen zum Teil, ne, wo es dann heißt, so, Cannabispolitik, oh, die ausländischen Dealer. Ne, kommt gleich überhaupt nichts anderes zu dem Thema. Das ist einerseits ein bisschen blöd, weil wir nicht keine konkrete Aussage zum Thema Cannabis kriegen, obwohl eigentlich eine aktuelle Stunde zu Cannabis war. Zeigt aber auch, dass die Union viel radikaler ist bei dem Thema als die Rechtsradikalen im Bundestag. Die sind die Irren irgendwie, die unbedingt auf uns einkloppen wollen und die uns kriminalisieren wollen und die Polizei auf den Hals setzen wollen. Bei der AfD ist das nicht so. Ja? Die wollen lieber anderen Leuten die Polizei auf den Hals setzen und interessieren sich nicht groß für Cannabis. Dann kommt noch ein Punkt dazu, der uns jetzt auch immer in letzter Zeit hier besonders wichtig war, denn ganz fertig ist die Legalisierung ja noch nicht. Und ich stimme Ihnen, liebe Kollegen von der Union, in einem Punkt ja durchaus zu. So wie das Gesetz jetzt ist, kann es nicht bleiben. Aber anders als Sie, da will ich keine Rückkehr zur gescheiterten Cannabispolitik der letzten Jahrzehnte. Uns als FDP fehlt nach wie vor die vollständige Legalisierung, die zweite Säule. So, also da ist ja große Unruhe bei der Union. Sie beklagen, dass das meiste Cannabis immer noch vom Schwarzmarkt kommt. Weniger als vorher, aber immer noch vom Schwarzmarkt kommt. Was haben wir Grüne immer gesagt? Den entscheidenden Durchbruch wird die komplette Legalisierung mit lizenzierten Fachgeschäften bringen. Wir hatten das Cannabiskontrollgesetz vorgelegt und hätten uns auch in dieser Wahlperiode mehr vorstellen können. Denn das trocknet den Schwarzmarkt aus. Das sichert den Gesundheits- und Jugendschutz. Es ist ein Mythos, dass der Konsum von Cannabis nach der Freigabe ansteigt. Es ist eine unbelegte Behauptung, dass die organisierte Kriminalität deswegen stiege. Das Gegenteil ist der Fall. Kämpfen Sie doch gemeinsam mit uns für die Fachgeschäfte, um der organisierten Kriminalität die Grundlage zu entziehen. In Kanada wird Cannabis nach der Legalisierung ganz überwiegend legal bezogen. Das ist belegt, im Gegensatz zu Ihren Horrorszenarien. Und leider hätte auch an anderer Stelle bei den Grünen noch etwas mehr passieren können. Der Landwirtschaftsminister verschleppt seit Monaten die Abschaffung der Rauschklausel beim Nutzhanf.
Gleichzeitig scheint der Wahlkampf in Baden-Württemberg auch vor der Einführung der Modellprojekte zu stellen. Und ich finde, da ist eine Entscheidung notwendig, was tatsächlich dann glaubwürdige Politik ist oder Wahlkampf. Wir fordern einen kontrollierten und regulierten Anbau und Verkauf in lizenzierten Geschäften und ja, auch über den Onlinehandel. Und dazu gehört auch ein erweitertes Produktangebot inklusive Edibles. Ja, und das bringt mich wieder zu dem Punkt, Özdemir hat immer noch nicht geliefert. Auch diese Woche ist diese Verordnung nicht in Kraft getreten, mit der Özdemir die zuständige Stelle bestimmen soll, die für Anträge für Cannabisforschung zuständig sein soll. Also auch für Modellprojekte zur Cannabisabgabe. Das steht im Gesetz drin, die Möglichkeit, die Experimentierklausel ist da. Und das wäre jetzt die Möglichkeit, eben auch für die Grünen nochmal zu liefern, für den grünen Minister in der Regierung sein Thema durchzubringen. Und er ist der Einzige, der bis jetzt noch nichts geliefert hat. Oder insgesamt die grünen Minister hatten ja auch bis jetzt mit dem Thema wenig zu tun. Und es war genau auch schwierig, ja, Lauterbach dahin zu kriegen. Lauterbach hat ja auch das Gesetz zur Säule 2 nicht geliefert, weil er immer versprochen hat. Und damit im Prinzip auch verzögert, dass jetzt im Prinzip Özdemir im Fokus ist dabei und er schon seit 2 Jahren dafür zuständig ist, zu sagen, okay, hier ist die Experimentierklausel im Konsumcannabisgesetz, macht Özdemir. Sondern Lauterbach hat ja immer gesagt, er bringt ein Gesetz. Bis heute hat er nicht offiziell gesagt, dass er es nicht tut, obwohl seine Abteilung schon längst aufgelöst ist dafür und er hat nie begründet, wieso das nicht gekommen ist. Aber er seit 1,5 Jahren verspricht, dass ein Gesetz zu Säule 2 kommt, also für Modellprojekte zur Cannabisabgabe. Aber es gibt die Möglichkeit eben auch jetzt schon im Gesetz, Özdemir ist zuständig und liefert nicht. Lauterbach hat zumindest die Hälfte geliefert von dem ganzen Vorhaben. Wissing hat nach langem und zähem Ringen auch den THC-Grenzwert geliefert. Auch die Sanktionsspirale ist der zu Alkohol weitgehend angeglichen worden, was THC und Führerschein angeht. Nur die Grünen haben bis jetzt nichts geliefert. Jedenfalls, ja, im Bundestag können sie vielleicht nicht so viel dafür, aber in der Regierung ist Özdemir ein Totalausfall. Er kann aber noch die Kurve kriegen. Ja, deswegen reite ich da immer drauf rum. Bei Lauterbach wird nichts mehr passieren, was Säule 2 angeht. Aber Özdemir hat im Prinzip den Hebel in der Hand, auch jetzt noch, auch nach Ende der Regierung, der Ampelregierung, weil die Verordnung fertig in der Schublade ist. Sie muss nicht mehr durch den Bundestag, muss nirgendwo mehr verabschiedet werden. Dann muss sie nur veröffentlichen. Ja, also bitte, Özdemir, nochmal. Ja? Also in letzter Sekunde die Kurve kriegen, ist auch noch Kurve kriegen. Aber gar nicht Kurve kriegen, ist ein Desaster für die Grünen. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und wenn wir jetzt bei Özdemir gerade sind, hat er noch ein anderes Thema laufen, wo er liefern könnte sozusagen. Und zwar die Abschaffung der sogenannten Rauschklausel beim Nutzhanf. Und da hat er tatsächlich ja auch einen Gesetzentwurf durch das Kabinett gebracht. Nutzhanf-Liberalisierungsgesetz heißt das, ist aber eine Änderung des aktuellen Konsumcannabisgesetzes im Wesentlichen, wo die berühmte Rauschklausel rauskommen soll. Also dieser Punkt von wegen, der Umgang mit Nutzhanf ist nur dann legal, wenn der Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen ist. Und dazu gibt es ja so ein verrücktes Urteil vom Bundesgerichtshof, mehrere sogar, wo die sagen, der Missbrauch zu Rauschzwecken ist bei Nutzhanfblüten nicht ausgeschlossen, obwohl da nur 0,2% oder jetzt 0,3% THC drin sein dürfen, weil man ja mit ganz viel Nutzhanf am Ende mit einem in Brownies war, glaube ich, das Beispiel, ja, 15 Gramm im Brownie auf eine bestimmte Art verbacken, gibt einen minimalen Rausch. Praktisch totaler Schwachsinn, ja, macht kein Mensch, so viel Geld dann auszugeben. Die kosten ja fast das gleiche wie die normalen Blüten, also Marihuana halt. Total theoretische Diskussion, aber trotzdem reicht das aus, um eben zu sagen, der Verkauf von Nutzhanfblüten ist verboten. Das soll jetzt weg, sozusagen. Das hat nicht nur Einfluss auf diese ganze Blütenfrage, sondern insgesamt bringt das viel Unruhe in diese ganze Nutzhandwirtschaft rein. Und insofern, das wäre jetzt auch so ein Ding, wo Özdemir vielleicht noch irgendwie was liefern kann. Aber jetzt die Frage, wie geht das weiter mit der Rauschklausel? Die ist also jetzt durchs Kabinett. Der Gesetzentwurf ist da. Jetzt ist die erste Runde Bundesrat. Da läuft ja so, wir kennen das noch vom Cannabisgesetz, es wird erst der Bundesrat beteiligt und um Stellungnahme gebeten. Da ist es jetzt durch die Ausschüsse durch und es gibt Ausschussempfehlungen für den Bundesrat insgesamt. Übrigens auch interessant, dass da jede Menge Kommentare drin sind zur Änderung des Cannabisgesetzes, Konsumcannabisgesetzes, die mit Nutzhanf nichts zu tun haben, auch nicht mit der Rauschklausel irgendwas zu tun haben.
sondern alle möglichen Sachen da noch angemahnt werden, die noch geändert werden sollen, da sind auch vernünftige Sachen bei. Also auch Sachen, wo wir selber sagen würden, okay, da gibt es Lücken, ja, da wäre nicht schlecht, wenn man die noch schließen würde. Oder zumindest jetzt nicht total abwegige Sachen, wie das Landwirtschaftsministerium, wie der Özdemir, doch noch seine Möglichkeit aus dem Gesetz nutzen soll und bestimmte Vorgaben machen soll für das Cannabis aus den Clubs, bestimmte Höchstwerte für bestimmte Schadstoffe und so weiter. Da steht auch Cannabis-Gesetz drin, Konsum-Cannabis-Gesetz, dass er das machen kann oder sein Ministerium. Und bis jetzt gibt es da nichts zu. Ja? Also die haben bis jetzt überhaupt keine Vorgaben gemacht. Kann man vielleicht auch so oder so sehen. Ja, die könnten auch viel zu streng sein, die Vorgaben, und das wieder ein Problem sein für die Anbauvereine. Aber ist eben jetzt relativ schwer zu handeln, weil jetzt jede zuständige Behörde wieder was anderes daraus macht, strenge Vorgaben gibt oder gar keine. Oder zumindest die auch verunsichert sind, was jetzt mit dem Thema anfangen sollen. Ja, welche Qualitätskriterien setzen wir überhaupt an für das Cannabis aus den Anbauvereinen? Und da sagt der Bundesrat jetzt, oder die Ausschüsse jedenfalls des Bundesrates, klärt das mal, BMEL, ne, gibt mal ein paar Vorgaben. Da merkt man, dass eben auch schon erster Rücklauf da ist von den zuständigen Behörden, die ja jetzt dabei sind, diese ganzen Vereine zu prüfen und konkrete Fragen aufpoppen. Die sind zum Teil eben jetzt auch drin in diesen Beschlussempfehlungen der Ausschüsse des Bundesrates. Lange Rede, kurzer Sinn, da steht auch drin, dass die Rauschklausel erhalten bleiben soll. Ja, also die Ausschüsse sind zum Teil dagegen, dass die Rauschklausel gestrichen wird. Ja, das ist wieder eine Gefahr für Jugend und so weiter und so fort, wenn man das jetzt irgendwie so laufen lässt, ohne Rauschklausel. Was der Bundesrat daraus macht, werden wir am 22. sehen, also nächste Woche. 22.11. Danach geht es in den Bundestag, wo wir, wie gesagt, überhaupt keine Tagesordnung mehr haben, ja, wo praktisch überhaupt nichts mehr passiert. Da müsste also als wichtiges Thema angesehen werden, von allen Parteien da, ja, dass die sagen, okay, wir packen das Nutzerliberalisierungsgesetz mit Abschaffung der Rauschklausel, packen wir jetzt doch noch auf den Bundestagstagesordnung. Das ist nicht ganz ausgeschlossen, das ist möglich. Und die haben ja auch gesagt, wenn jetzt Scholz seine Vertrauensfrage gestellt hat und damit endgültig klar ist, die Regierung ist Geschichte, ne, nachdem er die verloren hat, dann hat die CDU ja auch gesagt, dann können wir noch ein paar Sachen besprechen. Weil dann klar ist, wann die Wahlen sind. Dann, ab da sind die Neuwahlen angesetzt. Aber ob jetzt die Rauschklausel dabei ist, ja, da bei dem, was dann noch kurzfristig vor Weihnachten besprochen und beschlossen wird, das halte ich für nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. Und selbst wenn doch, dann geht es wieder in den Bundesrat und da ist dann wieder die Abstimmung darüber, ob man nicht doch lieber den Vermittlungsausschuss anrufen will, um das nochmal zu diskutieren alles. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass das passieren könnte. Ja, also ich bin sehr gespannt, was nächste Woche im Bundesrat passiert, am 22. November, ob die locker zustimmen, dieser Abschaffung der Rauschklausel, oder ob es da schon Ärger gibt und das Ganze noch schwieriger wird dann. Das steht auf jeden Fall absolut in Sternen, ob dieses Projekt der Ampel oder auch speziell von aus dem Landwirtschaftsministerium von Özdemir, ob das noch irgendwie real wird. Ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich, sagen wir mal so. Gut, soweit zum Geschehen der kaputten Ampel und im Bundestag und im Bundesrat. Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung. Eine Geschichte, bevor es in den Ortsgruppenfunk reingeht. Und zwar auch endlich eine Sache, wo ich mich freue, endlich liefern zu können hier. Eine Übersicht auf der DAV-Seite zur Frage, welche Prozesse wir denn eigentlich fördern. Ich habe ja jetzt schon die nächste Weihnachtsspendenkampagne angekündigt und hier geht es noch um unsere Aufgabe aus der letzten Weihnachtsspendenaktion. Da haben wir Geld gesammelt, um Prozesse zu fördern, zu führen, um alle möglichen Schwachstellen des Cannabisgesetzes zu füllen. Also einerseits Punkte anzusprechen, wo das Gesetz vielleicht rechtswidrig ist mit den Vorschriften, die da sind. Oder häufiger die Leerstellen, die da sind, auszufüllen, nämlich Interpretationsfragen, ja, linksrum oder rechtsrum. Wie ist jetzt dieser oder jener Paragraph irgendwie zu beurteilen? Und drittens auch noch vielleicht eigentlich eindeutige Ansagen aus dem Cannabisgesetz, die aber von den Behörden, von Polizei, Staatsanwälten, Führerscheinbehörden anders angewendet werden, als das unserer Meinung nach klar sein sollte im Cannabisgesetz. Das Ganze ist erstaunlich kompliziert. Na, wir hätten auch gerne viel früher schon irgendwie
berichtet, was wir da genau für Prozesse führen. Wir haben da auch ordentlich Kapazität reingepackt, dann nachdem das Cannabisgesetz in Kraft getreten ist, natürlich erst, da war ja schon April, jetzt die ganzen Prozesse zu sortieren. Die ganzen Leute, die sich bei uns gemeldet haben, über 100 mittlerweile, die unser Kollege Stefan Klimpel sich angeschaut hat, Akteneinsicht teilweise auch genommen worden, zusammen mit Anwälten, wo dann neuere Informationen nochmal reingekommen sind und gezeigt wurde, passt nicht so ganz. Uns geht es auf jeden Fall um diese Grundsatzprozesse und wir haben jetzt doch diese Liste auf der Seite, wo wir jetzt sagen können, okay, folgende Bereiche haben wir auf dem Schirm. Das eine ist Bayern erstmal. Ja, das habt ihr schon mal gehört, dass da auch diese Popularklage kommt. Bayern ist das einzige Bundesland, das ein ganzes Gesetz geschaffen hat, um Cannabis zu kriminalisieren, wieder um möglichst scharfe Regeln aufzustellen, die noch irgendwie im Rahmen des Cannabisgesetzes möglich sind. Und unserer Meinung nach schießen die da übers Ziel hinaus und machen Regelungen da rein, Verbote da rein, die laut Cannabisgesetz nicht vorgesehen sind. Zum Beispiel große Konsumverbotsflächen im öffentlichen Raum, in Parks oder auch Vorschriften für Gastronomen und Veranstalter, dass sie keinen Cannabiskonsum zulassen dürfen. Das steht so nicht im Cannabisgesetz drin. Das ist ein zusätzliches Verbot und nicht jetzt irgendwie eine Auslegungssache innerhalb der Verbotsrahmen des Cannabisgesetzes. Deswegen klagen wir gegen Bayern und zwar einerseits mit dieser Popularklage, die gar nicht von uns kommt. Ja, die hatten wir auch vor, die zu machen. Wir haben da auch schon einen Anwalt gehabt, der da angefangen hat, die Kultklage zu schreiben. Und dann kam aber eben auch die Initiative aus dem Bundestag. Mit den Abgeordneten kamen Wegge, Christine Lüttke, Arte Schürpina, alles drogenpolitische Sprecher ihrer Parteien, die aus Bayern kommen. Ne, das war der Witz bei der Sache, deswegen sind auch die Grünen da nicht dabei, weil Kirsten Kappert-Gonter nicht aus Bayern kommt. Und ich habe dann auch dieses Ding noch mit unterschrieben und zwei Vertreter von der Ortsgruppe in Berlin auch und von Bayerisch Kraut, also zwei Jungs aus Bayern, die da auch betroffen sind von dieser Gesetzgebung und als solche auch als Betroffene auch auftreten in dem ganzen Zusammenhang. Jetzt haben wir aber zusätzlich zu dieser Sache, wo ich da nur mit dabei bin sozusagen, noch eine weitere Klage Richtung Bayern am Start und zwar einen Normenkontrollantrag, wo es um ähnliche Themen geht. Also auch insbesondere diese Parkverordnung und dieses Verbot von Konsum im englischen Park. Ja, das ist der besondere Punkt, wo wir uns da nochmal explizit gegen wenden mit anderen Instrumenten, also nicht mit Popularklage, sondern wiederum Normkontrollantrag bis hin zur Verfassungsbeschwerde, im Zweifelsfall mit einer Feststellungsklage. Ja, 90% von euch können da gar nichts mit anfangen wahrscheinlich, aber ich erwähne es mal für die Cracks. Ihr könnt das auch alles nachlesen auf unserer Seite, zumindest in den groben Stichworten. So viel zu Bayern. Und der zweite große Rad, was wir drehen, ist die Bundeswehr. Habe ich hier auch schon ein paar Mal erzählt. Da haben wir einen Plan sozusagen, haben auch schon mit etlichen Leuten gesprochen. Und haben jetzt zumindest einen heißen Kandidaten, der wahrscheinlich mitmachen wird. Aber das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Wir suchen weiterhin Soldaten, die bereit sind, mit uns zusammen zu klagen gegen das Konsum von Cannabis in der Freizeit. Wohlgemerkt, ja, ich sehe da immer Kommentare in den Spalten von wegen, natürlich sollen die Soldaten nicht kiffen an der Waffe oder im Panzer oder so. Ne? Natürlich nicht, logisch. Aber die Bundeswehr, anders als alle anderen Erwachsenen in Deutschland, verbietet ihren Soldaten in der Freizeit zu konsumieren und außerhalb der militärischen Liegenschaften. Ja, so ganz normal irgendwie zu Hause, was weiß ich, Woche Urlaub oder so, da dürfen die auch nicht konsumieren. Ne? Sonst müssen die mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. Und das ist der Punkt, gegen den wir uns wehren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, die Bundeswehr behauptet da, das würde irgendwie die Wehrkraft zersetzen und irgendwie nicht, wäre die Verteidigung nicht mehr sicher. Also totaler Quatsch, ja. Also bitte, Soldaten, ja, also wir kriegen auch ganz viel Lob von euch und Dank von euch sozusagen, aber noch läuft der Prozess nicht, weil wir brauchen noch Leute, für die wir da klagen können. Und da, deswegen nochmal der Hinweis, es ist auch anonym möglich. Ihr müsst nicht in der Öffentlichkeit auftreten. Ja, könntet ihr, aber müsst ihr nicht. Wenn ihr sagt, okay, ich befürchte jetzt irgendwelche zusätzlichen Schwierigkeiten dadurch, wenn ich da eben als Soldat so in der Öffentlichkeit stehe mit dem Thema, kriege ich Stress mit meinen Vorgesetzten. Das kann natürlich trotzdem passieren, ja, muss ich auch sagen. Aber nicht, weil ihr in der Öffentlichkeit steht. Ja, wenn ihr das vermeiden wollt, können wir das vermeiden. Und wenn ihr euch bei uns meldet und sagt, ich kann mir das vorstellen, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen genaueres hören,
Ihr könnt euch ganz unverbindlich bei uns melden. Wir können uns nochmal unterhalten darüber, ne, können die Risiken ein bisschen abwägen und so. Und dann könnt ihr euch in aller Ruhe entscheiden, ob ihr wirklich mitmachen wollt. Aber einerseits würdet ihr den wir schon jetzt hier haben, sozusagen, der grundsätzlich wohl bereit ist, ne, aber der sich wohler fühlen würde, wenn er nicht der Einzige wäre, könntet den nochmal motivieren. Und ja, ihr werdet eben selber auch mit dabei. Und je mehr Leute wir da haben, desto besser, desto gewichtiger ist auch das Ganze. Und desto sicherer ist auch das Ganze, falls dann doch mal einer irgendwie abspringt in einem jahrelangen Prozess. Also nochmal, ja, Soldaten, wir können das nicht alleine für euch machen. Ihr müsst schon ein bisschen mitspielen. Ein paar von euch jedenfalls, ne? Die Mutigen unter euch, die keine Lust haben, sich ein berufslebenslängliches Cannabiskonsumverbot sinnloserweise aufdrücken zu lassen. Wehrt euch dagegen. Meldet euch bei uns. So, und dann haben wir noch ein paar andere Fragen. Ein wichtiger Punkt auch noch bekannt, wichtig, Stecklinge versus Jungpflanzen. Ja, also das haben wir jetzt bei vielen Händlern, dass da irgendwie Razzien sind und zig Stecklinge mitgenommen werden von der Polizei und die Staatsanwälte haben auch nicht so richtig zur Anklage kommen, weil die Sache halt unklar ist irgendwie. Die behaupten ja dann immer, die Stecklinge sind gar kein Vermehrungsmaterial mehr, wenn sie schon in Erde sind zum Beispiel, weil es dann schon Setzlinge sind, also ein Wort, was im Cannabisgesetz gar nicht auftaucht, und dann sind es aber Pflanzen. Ja, und man darf ja Pflanzen nicht verkaufen, Cannabispflanzen, die aber laut Cannabisgesetz erst Pflanzen sind, wenn sie blühen, ja, und wenn sie älter als Jungpflanzen sind. Das ist merkwürdig, ja, dass die Polizei da immer noch versucht, oder vielleicht auch folgerichtig, weil eben die Verharrungskräfte eines Repressionssystems sind, auf jeden Fall versuchen die Staatsanwälte, den Verkauf von Cannabis von Stecklingen zu verhindern. Und wir haben natürlich da einen sehr naheliegenden Fall, unsere Ortsgruppe in Halle, wo noch nicht mal kommerzielles Interesse dahinter steckt. Die haben Stecklinge verkauft auf dem Marktplatz, explizit an Erwachsene nur, und haben da auch eine Beschlagnahmung gehabt und haben da jetzt auch ein Verfahren laufen. Und da sind wir dann jetzt dran. Die sind vertreten jetzt von einem prominenten Anwalt, Grub Winkler, der vermutlich vielen von euch was sagt. Weitere Anwälte sind jetzt auch auf der Seite genannt, sozusagen, die vielleicht nicht ganz so berühmt sind wie Grub Winkler. Können auch mal gucken, wer da die Fälle bearbeitet. Auf jeden Fall, die Stecklingsfrage haben wir im Programm. Und nächstes Thema, Schutz vor Dritten. Im Cannabisgesetz steht drin, dass man seine Pflanzen vor dem Zugriff durch Dritte, insbesondere Kinder und Jugendliche, schützen muss. Okay, Schutz vor Kindern, ja, das war das, wo immer alle dran gedacht haben. Wenn ich Kind im Haushalt habe, muss ich ein Schloss an meinem Gürtelzelt machen und gucken, dass halt keine Kinder dran kommen. Soweit so gut. Ja, aber jetzt gibt es auf einmal einen Haufen Fälle, wo Leute belangt werden, wenn Ehepartner zum Beispiel an die Pflanzen drankommen oder irgendwelche anderen Leute, die in der Wohnung sind, und dass man vor denen die Pflanzen nicht abgeschlossen hat oder auch gemeinsamer Anbau stattfindet von diesen Leuten, wo die dann ihre Pflanzen zusammen in einem Zelt stehen haben. Solche Fälle haben wir jetzt zwei am Start, einmal eine WG, eine Zweier-WG, wo die beide auf dem Balkon angebaut haben und nicht gegenseitig die Pflanzen vor sich selbst geschützt haben irgendwie und deswegen ein Strafverfahren haben. Und auch da ist wieder die Stecklingsfrage mit drin, weil die eben beim nächsten Fall, genau, zwei Paare, die gemeinsam im Hauskeller angebaut haben, bei denen waren mehr als 15 Pflänzchen sozusagen insgesamt und wo wir sagen, ja, da waren aber ein Haufen Stecklinge dabei, die zählen gar nicht als Pflanze. Und auch da haben wir diese Thematik mit drin, aber auch die Frage Schutz vor Dritten. Ja, wenn vier Erwachsene, ne, zwei Pärchen im Hauskeller, im gemeinsamen Hauskeller zusammen anbauen, ja, und wir haben, ist klar, wem gehört welche Pflanze? Und dann müssen wir theoretisch die alle abschließen, irgendwie in jeweils drei Pflanzen in einer Box irgendwie und dann immer aufpassen, schön abschließen, wenn der andere da ist und so. So stellen sich die Behörden das vor und das ist eben Blödsinn. Die Frage am Ende ist immer, wer sind Dritte? Sind das wirklich Dritte? Ja, wo wir sagen würden, Dritte, das ist gemeint Unbeteiligte. Ja, Leute, man darf das nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Man muss, wenn man im Garten die Pflanze stehen hat, muss man einen Zaun drumherum haben, ne, dass da nicht jeder Hi-Ho-Pi rumläuft und die Pflanzen mitnimmt. Und auch Kinder, insbesondere Kinder und Jugendliche. Oder was weiß ich, machst Riesenparty in der Wohnung und laut die Hälfte der Leute kennt sie gar nicht oder so, ne, und die krabbeln an deinen Pflanzen rum. Ja, okay. Das sind Dritte dann, aber doch nicht jetzt irgendwie Lebenspartner oder erwachsene Konsumenten, die selber anbauen im gemeinsamen Haushalt. Ne? Das ist vermutlich damit nicht gemeint, sagen wir jedenfalls, und deswegen führen wir den Prozess. Und dann haben wir noch Führerscheinprozesse. Das sind drei insgesamt, wo wir jetzt tatsächlich die Mandate laufen haben, wo die Prozesse laufen,
wo da nicht immer darum geht, Ersttäter. Ja, wo jetzt nach der neuen Fahrerlaubnisverordnung, nach der Änderung, da eigentlich klar steht, dass Sanktionen der Führerscheinstellen, also grundsätzliche Überprüfung der Fahrtauglichkeit mit Anordnung von MPO und so weiter, erst bei mehrfacher Zuwiderhandlung möglich sein sollen, wie bei Alkohol eben auch, ja, wenn nicht jetzt irgendwelche Hinweise auf Abhängigkeit vorliegen. Auch regelmäßiger Konsum an sich reicht nicht mehr aus, so wie früher, um eine MPO zu beantragen oder einen Führerschein zu entziehen. Trotzdem machen das einige Führerscheinstellen, ne, die schon nach dem ersten Verstoß dann eine MPO anordnen, Führerschein entziehen, wie auch immer. Und davon haben wir drei Fälle jetzt dabei, wo wir versuchen, diese Sache sinnvoll zu klären für die Konsumenten, ne, dass das wirklich eine Angleichung zu Alkohol ist. Und geht nicht darum, dass wir jetzt fördern wollen, dass Leute bekifft fahren dürfen. Ja, das soll nur die gleiche Sanktionsspirale sein wie bei Alkohol, weil null gerechtfertigt ist, bei Cannabis da in irgendeiner Weise härter vorzugehen als bei Alkohol. Zumal Cannabis eben die Unfallwahrscheinlichkeit weniger stark erhöht als Alkohol. Ja, ist nicht gerechtfertigt, da anders vorzugehen. Beim zweiten Verstoß, ja, wer irgendwie den Warnschuss nicht versteht und so weiter, ja, der soll dieselben Konsequenzen bekommen wie bei Alkohol. Aber eben diese Ungerechtigkeit ist eine Diskriminierung, die wir so nicht hinnehmen wollen. So, also, wir nehmen auch weitere Vorschläge an Probanden, die gerne mit uns prozessieren wollen, aber eben nur bei Grundsatzfragen. Nicht, wenn ich jetzt ganz klar gegen das Cannabis-Gesetz verstoßen habe, meinetwegen mit 10 Pflanzen irgendwie und mich darüber ärgere, welche hohe Strafe die von mir haben wollen. Ja, das ist nicht das, was wir jetzt da machen wollen, sondern es geht um grundsätzliche Fragen, die unklar sind. Ja, oder wo das Gesetz vielleicht verfassungswidrig ist. So einen Fall hatten wir jetzt noch nicht dabei. Was noch interessant wäre ein Abstandsfall. Ja, wenn jemand gegen die Konsumregeln verstoßen hat, fettes Bußgeld bezahlen soll, weil er innerhalb zum Beispiel von 100 Meter von irgendeiner Einrichtung konsumiert hat, aber keine Sichtweite gegeben war. Ja, die eigentliche Regel ist ja Sichtweite von Kindergärten und so weiter. Wenn da aber ein dicker Busch dazwischen ist oder eine Hausecke dazwischen ist oder so, ich sehe die Einrichtung gar nicht, bin aber innerhalb von 100 Metern und soll deswegen Bußgeld zahlen. Das ist auch noch ein schöner Fall, wo ihr euch melden könnt. So einen haben wir noch nicht auf dem Tisch. Das würden wir gerne noch machen. Aber jetzt nicht mit irgendwelchen 0815-Fällen, die eindeutig sind, melden. Und Soldaten. Ja, das ist das Allerwichtigste eigentlich, weil wir da den Plan haben, weil das eine große Sache ist, eine harte Diskriminierung irgendwie für die Leute, die sowieso irgendwie den Kopf für uns hinhalten, ja, und denen jetzt auch noch zu sagen, wir diskriminieren euch noch und machen euch irgendwelche schwachsinnigen Vorschriften, das muss ja nicht sein. So, und das war's. Wir sind jetzt bei den Terminen. Und da müssen wir ein bisschen bei den Ortsgruppen. Genau, einen Infostand haben wir noch. Genau, nämlich Ortsgruppe Rhein-Neckar. Infostandmäßig sicherlich unsere fleißigste Ortsgruppe mit Abstand, ja, die das ganze Rhein-Neckar-Gebiet irgendwie abdecken. Jetzt im Kernstandort Heidelberg waren sie nochmal für den letzten Stand des Jahres zugange, wo richtig was los ist, wohl auch 4.500 Leute pro Stunde latschen herum, sagen die, ne, die dann, wo immer natürlich jemand stehen bleibt, ne, bei den Massen irgendwie, da hat man natürlich an so einem Standort zu tun. Hat viel zu bequatschen und so weiter. Themen waren Anbauvereinigungen nach wie vor. Zumal in Baden-Württemberg ja immer noch keine Genehmigung erteilt worden ist. Also das Land gehört zu den Schlusslichtern, die da irgendwie Ärger machen, wo scheinbar von oben möglicherweise auch Ansage ist, ne, von wegen bremst irgendwie die Vereine aus, warum auch immer, obwohl da eigentlich auch ein grüner Ministerpräsident zugange ist. Ja. Das ist ein bisschen mau. Also ist auch Thema eben am Infostand. Da kommen die Leute mit an und sagen, was ist denn hier los? Eigenanbau, ja, wo dann auch locker geplauscht wird, wie so die Ernte war. Ne? Manche, bei denen der erste Versuch misslungen ist. Einer hat wohl erzählt, dass er ein Kilo geerntet hat von einer Pflanze. Na, sicherlich Outdoor, das muss ein Riesending gewesen sein. Und jetzt haben sie sich wahrscheinlich darüber unterhalten, wie er jetzt 950 Kilo davon rechtssicher entsorgt, damit er auf der sicheren Seite ist. Und ein Sponsor war ganz erstaunt wohl, also jemand, den die kannten, aber der kannte eben die Ortsgruppe nur aus den DRV-News, ja, weil er mal gehört hat, ich erzähle ihm immer irgendwas von Leuten, die Infostände machen, ja, und war total erstaunt, euch gibt's ja wirklich, da seid ihr ja in echt. Ja, auch schönes Erlebnis, ja, also ich erzähle hier keine Fake News im Gegensatz zu manchen anderen. Unsere Ortsgruppen gibt es in echt. So, jetzt aber Termine. Und es ist Heidelberg, Infostand der Ortsgruppe, das war heute, okay, hat sich erledigt. Morgen. 16.11. CSC Movie Night der DRV-Ortsgruppe in Stuttgart und gleichzeitig CSC Stuttgart. 16.11. 22.45 Uhr. Kino, Dingens, Kifferfilm.
Dann Treffen der Ortsgruppe in Berlin, 19.11. Handtisch der Ortsgruppe Rhein-Neckar, 19.11. in Heidelberg. Und am 23.11. ist in Merseburg der lange Tag des Hanfes in der Hochschule Merseburg. Da macht die DHV-Ortsgruppe einen Infostand. Und dann haben wir noch am 28.11. in der Volkshochschule in Dortmund einen Vortrag: Cannabis, Chancen, Risiken und Status Quo. Mit Vertretern der Drogenberatungsstelle da vor Ort und aber auch sicherlich offene Leute, ja, die jetzt da keinen Mist erzählen. Also Dortmunder, guckt euch das Programm mal an. Ihr findet wie immer die Links in der Videobeschreibung. Werdet Mitglied beim Handverband, habe ich schon mal erwähnt jetzt. Ne? Ansonsten Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Video liken. Schönen Tag haben und einen geruhsamen Abend.